Guckt euch das an, endlich. Der Buckelwal ist da. Schaut ihn euch an. Majestätisch hält er sich hier vor uns hier. Eine neue Folge Stranded Deep hier bei Let's Multiplay. Da unten sehen wir es. Dead Eggs. Das mysteriöse Paket ist da. Ja, haben wir drauf gewartet. In der letzten Folge haben wir schon gesehen, dass es da war. Wohin soll es überhaupt geliefert werden? Pacific Ocean Island Key Stranded Deep Survivor Colin. Oh. Anscheinend heißen wir Colin. So, huge Box, aber wir können es nicht aufmachen. Schade. Wir packen es mal mit ein und nehmen es zur Hauptinsel mit rüber. Damit wir wenigstens ein bisschen Gesellschaft haben. Wir sind ja ganz alleine da drüben. Und wer Castaway gesehen hat, wird auch wissen, dass Tom Hanks ja auch dieses eine Paket, was am Strand angespielt wurde, oder beziehungsweise jedes Paket ausgeliefert hat. Und ein Paket hat er ganz am Ende ausgeliefert, dann hat er eine Frau getroffen, die er sich dann unsterblich verliebt hat. Zumindest wirkte es im Film so. Und deswegen nehmen wir das Paket auch mit, falls uns am Ende doch nochmal sowas passieren sollte. So, Potatoes. Hunger haben wir bestimmt auch schon wieder. Ja. War ja klar, dass wir wieder Hunger haben. So ein Paket mit sich rumschleppen ist ja auch ziemlich anstrengend. Was? Wieso bin ich jetzt vergiftet? Ach, nee, ey. Erzähl mir doch nichts, ey. Wieso? Ich habe eine rohe Kartoffel gegessen und mir geht's nicht gut. Okay, vielleicht können wir die Kartoffeln neuerdings auch über dem Feuer rösten. Das werden wir nochmal testen nachher. Wir haben auf unserer Insel ja auch noch ein paar Kartoffeln. So, was haben wir hier noch Schönes? Können wir noch was mitnehmen? Ja, wir können noch ein paar Sticks mitnehmen. Und noch ein paar Rocks können wir noch mitnehmen. Wir schauen mal, ob wir irgendwo hier ein Schiffswrack liegen sehen oder stehen sehen. So. Und ich werde in dieser Folge auch nochmal zeigen, wie ich mir denn eine kleine Karte vorgestellt habe, hier im Spiel. Dazu bräuchten wir im Prinzip nur einen Stift und einen Zettel. Wir machen das nämlich alles oldschool. Ich werde es gleich mal aufzeigen, wenn wir zurück sind auf unserer Insel. Und da können wir auch gleich mal die Zeit messen, wie lange wir gebraucht haben. So, gucken wir mal. Was haben wir noch hier? Eine Yucca Plant. Die brauchen wir erstmal nicht. Hier ist noch ein Stick. Ja, unser Inventar ist auch gut gefüllt schon. Das heißt, wir können jetzt mal wieder aufbrechen. Und wir messen jetzt, oder wir rechnen jetzt mal für den ersten Schritt des Ganzen, messen wir jetzt die Zeit, wie lange wir zurück brauchen von dieser Insel hier. Mit unserem Motorboot. Nämlich auf gerader Linie. Hallo? Motorboot. Zurück ins... Oh, da ist er. Hier. Der Stingray. Der Rochen. Nice. Den werden wir jetzt nochmal eine Runde schwimmen nochmal. Ich brauche noch ein Vorschaubild fürs Video. Bleib stehen, Rochen. Boah. Ob der uns auch was tun kann? Boah. Charlie war wieder da. So. Sehr gut. Das Vorschaubild haben wir. Ihr wart quasi live dabei, als wir das Vorschaubild gemacht haben. So, Charlie, du musst jetzt echt mal dran glauben. Ey. Langsam ist es echt nicht mehr gut mit uns beiden hier. Ich mache das nicht mehr mit, Charlie. Ne? Aber er flieht immer noch. Ne, Charlie ist ein sehr anstrengender Meeresbewohner. Was haben wir denn hier? Ist das normales Trinkwasser? Hm. Das, Oh, da ist... Ach, das sind ja alles Folgen der Superlative hier heute. Guckt euch das an, endlich. Der Buckelwal ist da. Schaut ihn euch an. Majestätisch hält er sich hier vor uns hier. Nice. Ich weiß gar nicht, welches Vorschaubild ich verwenden soll. Was machst du denn da? Sehr gut. Können wir auf dem mitschwimmen? Mal gucken, ob das geht. Wie taufen wir dich denn? Willy. Free Willy. Nach vorne. Geradeaus.
Denken können wir anscheinend nicht. Yes. Sehr schön. Ja, das war der riesengroße Buckelwal. Man nannte ihn auch Free Willy aus dem gleichnamigen Film. Wobei, das war ja ein Orca-Wal, ne? Hm. Naja. Egal. Wir nennen ihn Willy und er ist unser kleiner Free Willy. So. Jetzt kriegt das Boot aber nicht mehr runter von der Insel. Oder? Doch. Nice. Jetzt haben wir alles gesehen. So, wir sind vorhin Richtung 230 gefahren, das heißt, da vorne wird unsere Insel sein. So, wir sind jetzt bei 5 Minuten und jetzt sind es 20 Sekunden. Jetzt fahren wir zurück. Also 5,20 im Kopf behalten. Gucken, wie lange wir zurückfahren. Auf gerader Strecke natürlich. Und da haben wir nämlich eine ungefähre Entfernung, also eine Entfernungsmessung. Wir wissen zwar nicht, wie schnell wir fahren, aber wir können zumindest grob uns ausrechnen, wie lange wir denn gebraucht haben. Dann nehmen wir gleich noch eine zweite Insel dazu. So. Ja, das ist bei 5 Minuten. Ach shit, ich bin wieder runtergefahren hier. Da ziehen wir dann nochmal 10 Sekunden ab. Oder waren das 10 Sekunden? Ja, wir ziehen 15 Sekunden ab. So. Motor an. Und zurück Richtung. Shit, in welche Richtung waren das jetzt hier? 230, also da sind wir hinter. So. Da wollen wir hin zurück. Ich hoffe zumindest, dass es unsere Insel ist. Ja. Gucken wir mal, was unsere Insel war. Aber es sieht ganz danach aus, als wenn das unsere Insel ist. Ja. So, jetzt sind wir bei 6 Minuten 40. 6 Minuten 40 sind wir zurückgekommen. Oh, uah, bremsen. So, 6:40 minus 10 oder 10 Sekunden ab, das heißt, wir sind bei 6 Minuten 30. Das heißt, 50 Sekunden haben wir gebraucht. So, jetzt zeige ich euch den Trick dabei. Wir haben nämlich. So. Wir nutzen jetzt mal einen Zettel hier, so einen leeren hier, unbeschrieben. Malen da jetzt in die Mitte des Ganzen. Mit einem kleinen Kreis unsere Insel drauf, so, wie wir hier sehen. Und wir sind jetzt gefahren Richtung. So, Moment, jetzt müssen wir mal kurz gucken. 230 ist im. Ja, 220 ist Südwesten. Nord. Ich weiß nicht, was ich hier. Die lustigen Koordinaten drauf. Nord, Süd, Ost, West. Und wissen, dass wir heute Richtung 230 Südwest gefahren sind. Also ungefähr hier. Und da machen wir jetzt auch mal eine Insel rum. In diesem Fall so. 230. Und haben für diese Strecke, was haben wir gesagt? 50 Sekunden gebraucht. So, 50 Sekunden in diesem Fall. So, das ist nicht maßstabsgetreu. Und wenn wir jetzt zur nächsten Insel rüberfahren, in dem Fall zum Beispiel fahren wir zu der Insel, auf der wir heute waren, wissen, okay, wir brauchen 50 Sekunden dahin, ungefähr, bei 230 Grad, dann können wir von dieser Insel aus, von dieser 230 Grad Insel aus, die nächsten Karten weiterzeichnen, also die nächsten Koordinaten weiterzeichnen und wissen immer so, ah, okay, da müssen wir jetzt gerade hin oder da wollen wir hin und haben dann im Prinzip eine relativ gute und übersichtliche Karte, auch wenn meine Inseln jetzt alles ein bisschen kreise sind und wir im Prinzip ja auch hier nochmal so nochmal einen kleinen lustigen Smiley reingemalt hier, dass wir mit wissen, das ist unsere Hauptinsel. So, ja, vielleicht stelle ich die Karte auch irgendwann nochmal online zur Verfügung. Muss ich dann nur ein bisschen ausarbeiten. So, die Krabbe ist auffällig, können wir gerade nicht aufheben. Dumm. Das heißt, wir bauen jetzt mal unsere Foundation weiter hier hinten. Ja, so kann man sich zumindest eine kleine Orientierungshilfe schaffen, auch wenn man nicht genau weiß, wo war ich eigentlich zuletzt. Also, welche Insel habe ich zuletzt eigentlich besucht und war ich auf der einen Insel vielleicht schon mal? So, unser mysteriöses Paket hier. Zack. Fehlt nur noch Wilson. Wilson finden wir auch noch. Ne?
Ja, damit ihr auch genau wisst, auf welcher Insel ihr schon wart und auf welche ihr noch nicht wart. Denn von der Hauptinsel ist immer relativ gut zu sehen, wo die nächsten Inseln liegen. Wenn jetzt nicht gerade, so wie hier jetzt in diesem Fall, Nebel über unserer Insel liegt. So, dann nehmen wir noch die Palmen wieder noch mit hier. Und die Lashings. Damit wir gleich nochmal weiterbauen können. So. Zack, zack, zack. Bauen wir nämlich hier unser neues Lager hin. So, den Hammer, haben wir den mit? Nee. Haben wir natürlich vergessen, den Hammer mitzunehmen. Auch sehr schlau von uns. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das Raft jetzt wieder runterziehen können. Du sollst nämlich im Wasser liegen. So. Die Rocks nochmal einpacken hier. Und den Hammer. Da haben wir ihn, den Hammer. Ich glaube, Antibiotika brauche ich nicht. Anscheinend geht es uns doch noch relativ gut. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass wir Antibiotika brauchen. Und ich glaube, Steine haben wir erstmal genug für die nächsten paar Wochen. Oder Tage. So. Foundation. So. Die klemmen wir jetzt nämlich hier direkt dran. Aber brauchen von der Foundation nur 8, 8 Sticks nur. Sehr nice. So. Jetzt haben wir auch keine Sticks mehr. Und wir haben jetzt hier eine etwas kleinere oder einen kleinen Anfang einer Foundation. Sind die Bäume nachgewachsen? Das sieht zumindest fast danach aus, wenn die Bäume nachgewachsen wären. Was natürlich super wäre und schön wäre. So. Den Stamm ziehen wir uns einmal hier mit rüber. Schmeißen wir hin. Die Kokosnüsse sammeln wir auch nochmal ein. Sicher ist sicher. So, den Hunger haben wir auch schon wieder. Den Durst haben wir auch. Irgendwie ein ständiges Problem unseres Überlebens. Ich habe immer das Gefühl, dass wir eine Frau wären. So viel Hunger und Durst, wie wir haben. Jetzt, wo das Temperatursystem da ist, wird uns wahrscheinlich auch bald kalt sein. Dann ist der Beweis erbracht, dass wir eigentlich in Wirklichkeit gar kein Colin sind, sondern eine Colleen. So. Wobei es natürlich jetzt nicht heißen soll, dass Männer nicht frieren. Auch Männer frieren und haben Hunger. So. Wie ich jetzt hier als diskriminierend hingestellt werde. Nachher am Ende noch. So, die Kokosnüsse. Ah, es ist jetzt wieder dunkel hier. Mist. Es ist stockfinster, muss man dazu sagen. Es ist nicht dunkel, es ist stockfinster. So. Lieber zurück zum Feuer. Können wir noch Sticks mitnehmen? Ja, wir schlafen jetzt. Wir schlafen jetzt eine Runde bis zum nächsten Tag. So. No Sleep Till Brooklyn war ja auch der Titel einer der letzten Folgen. So, jetzt sind wir mit den Lashings in der Hand aufgewacht. Sehr schön. Die Kokosnuss nehmen wir noch mit. Und die Lantern nehmen wir uns auch noch mit hier. Ich gehe mit meiner Laterne. Und meine Laterne fällt ins Wasser. So. Die stellen wir hier schon mal rauf. Plups. So. Sehr schön. Schon direkt häuslich eingerichtet, gemütlich. Und wir wollten jetzt mal hier auch den Baum noch mal ein bisschen bearbeiten. Gucken wir mal. Bisher habe ich auch noch keinen Unterschied festgestellt zwischen einer normalen Axt und einer selbst gecrafteten Axt. Also ist die Axt, die im Loot gefunden werden kann, ist jetzt nicht irgendwie besonders stärker oder dass man mit der besser hacken kann oder so. Nein. Meiner Meinung nach ist sie genau so gut oder schlecht wie eine selbst gecraftete Axt. Also entweder haben wir wahnsinniges Talent oder aber es macht noch keinen Unterschied. Das kann auch sein. So, ach ja, und zur Ausarbeitung der Karte nochmal. Das fällt mir nämlich auch gerade ein. Wir können natürlich jetzt in dem Fall hier, damit wir ein bisschen besser einfacher haben nachher, anstatt vier Striche von der Insel zu der anderen, so, das Spiegel verkehrt. Von der Insel zu der Insel hier unten. Nee, zu der hier. So, da ist sie. So. Können wir nochmal noch einen weiteren Strich einfach hinzufügen. Dann müssen wir nämlich, dass jeder Strich für 10 Sekunden steht. So. Das dazu. Vielleicht stelle ich die Karte aber auch nochmal einfach eingescannt nochmal online oder mache sie nochmal ein bisschen hübsch. So, jetzt haben wir wieder genug, um eine Foundation zu bauen. So. Packen wir diesmal hier hin. Sehr schön. Jetzt brauchen wir noch ein paar Walls und ein paar Supports. Die basteln wir jetzt auch nochmal fix. Damit wir zumindest irgendwas haben, wo wir unsere ganzen Sachen reinlegen können.
So, der Log ist schon mal fertig. Und wir hacken nochmal weiter. So, Sticks einsammeln. Hier haben wir auch nochmal einen. Eine Kettensäge wäre nicht verkehrt. Also wenn wir uns eine Kettensäge craften könnten oder finden würden irgendwo, das wäre, glaube ich, der Traum eines jeden Überlebenden hier. So schön in der, im Südpazifik oder im Pazifik, einfach schön Kettensäge an und ab geht's. So. Na, man darf ja noch ein bisschen träumen. So. Die schmeißen wir hier hin. Hier schmeißen auch noch welche hin. Und ich glaube, wir bauen aber noch eine, ich glaube, wir bauen hier noch eine dritte Reihe ran. Ja, das machen wir. Können wir nämlich unseren Eingang direkt hier vorne ranbauen. Hier. Mit so einer kleinen Eingangs, einem kleinen Eingangsbereich. Ja, das wird super. Das wird schön, das wird gut. Dazu brauchen wir aber weiterhin noch ein paar Sticks. Mehr Sticks für die Menschen. Oder für die Massen. Wir haben bestimmt schon wieder. Ja, haben wir. So, die Kokosnuss köpfen wir jetzt mal. Können die auch trinken. Und essen die nochmal fix hier. Ja, mit Bauen kenne ich mich mittlerweile zumindest ein bisschen aus. Auch aus anderen Survival Games. Ist auch nicht immer so verkehrt, die auch mal gespielt zu haben. Gerade so 7 Days to Die und was ich auch noch spiele, allerdings noch keine Videos zu gemacht habe, was mich eigentlich auch ein bisschen wundert. Müsste mal nachgeholt werden. Also wenn ihr Interesse an 7 Days to Die Videos habt, ne, dann unten Kommentare. Dann gibt es demnächst auch noch ein paar 7 Days to Die Videos. Wir haben auch ein paar Spieler. Ja, den Tom zum Beispiel, den Carter. Jeder spielt es auch. Smirnoff spielt es. Eigentlich spielen es ziemlich viele bei uns. Könnt natürlich auch selber mitmachen. Ich glaube, der Zimbay spielt es auch. Hat er mir zumindest mal gesagt. Da gibt es auch ein paar schöne Sachen, die man craften kann und bauen kann und machen kann. Natürlich ein bisschen mehr als jetzt hier bei Stranded Deep. Das definitiv. Ja, aber es macht schon Laune. Und wir haben da so einen kleinen, netten PvP-Server, auf den ordentlich Action ist. Zumindest ab und an mal. Da kann man bestimmt mal eine schöne Aufnahme zusammenbasteln. Also einfach unten in die Kommentare rein. Dann gibt es demnächst auch ein paar nette 7 Days to Die Videos. So. Wir haben noch ein paar Sticks hier. Und daraus bauen wir jetzt die Foundation, die nächste. So, jetzt. Oh nee. Kann ich hier nicht hinbauen. Ach, verarscht. Ach. Vermutlich war der Lock im Weg liegt. So. Dann jetzt aber, ja, jetzt geht's. Sehr schön. Ich hatte gerade schon einen kleinen Moment Angst gehabt, dass wir hier nicht weiterbauen können. Das wäre äußerst fatal gewesen. Und ich denke mal, hier, wenn wir nach hier irgendwo, ich kann es mir schon bildlich so ein bisschen vorstellen, werden wir schön einen großen Aussichtsturm hinbauen. Hier so. Blub. Einmal schön, damit wir auch schön immer wie die Seeleute übers Meer schauen können. Das werden wir dann auch nochmal in Angriff nehmen. So, nochmal weiter hacken. Und immer weiter hacken. Und hacken und hacken und hacken. So. Die nächsten Sticks sind da. Das heißt, wir können jetzt die Plattform zum Aufgang bauen. Also für unser kleines Vorzimmer. Oder für unseren Flur, wie auch immer wir es nennen möchten. Den bauen wir jetzt auch schon mal. So. Und den basteln wir hier vorne ran. So. Foundation hier direkt ran. Wunderschön. Jetzt bauen wir hier noch ein paar Treppen davor nachher. Und dann können wir im Prinzip auch schon mit den Wänden anfangen. So. Dazu müssen wir nochmal einen kleinen Baum fällen hier. Die Insel hat ja genug Bäume, zum Glück. Wir müssen nur ein paar überlassen, damit die Kokosnüsse nochmal nachwachsen. Wobei hier sind auch schon gar keine mehr dran. Sehe ich gerade. Ja, die beiden Palmköpfe hier müssen wir auch nochmal auslöschen. So. Damit wir die Palmwedel auch nochmal kriegen. Oder die Palmblätter. Nicht die Palmwedel. Ja, Palmwedel.
Ist richtig. So. Die schmeißen wir hier hin. Wie spät haben wir sie überhaupt hier? 10 Uhr. Ja. Das heißt, wir können nachher definitiv noch einen kleinen Ausflug machen. Zur nächsten Insel rüber. Und da mal die Zeit messen, wie lange wir da brauchen. So. So. Zack. Was sagt denn unser Hunger? Hält sich noch in Grenzen? Wunderbar. Das heißt, wir können noch ein bisschen weiterarbeiten. Hier mal die Palmblätter nochmal abholzen. So. Jetzt aber. Da vorne schwimmt schon wieder Charlie rum. Ich finde es aber trotzdem immer noch schön, dass wir jetzt den wunderbaren Hai getroffen, also nicht den Hai, sag ich schon, den Wal getroffen haben. Das finde ich sehr schön. Freut mich sehr. Und auch den Stachelrochen und was hatten wir noch gesehen? Ja, Charlie war da, stimmt. Aber sonst, ja. Schon mal gute Aussichten. Die Schildkröte fehlt uns noch. Die müssten wir nochmal finden. Mal gucken, ob wir die nochmal sehen. Und wir fangen jetzt erstmal an, hier unseren Support zu bauen für die Wände. Dazu brauchen wir auch Stöcker. Jede Menge Stöcker, um genau zu sein. So. Tom Hanks wäre stolz auf uns. So. Support. Hier kommt einer hin. Hier kommt einer ran. Hier kommen ganz schön viele ran, fällt mir gerade auf. Ups. So, hier kommt auch noch einer ran. Hoffe ich zumindest. Ja, doch, hier muss auch einer ran. Ja, wir sehen, die ersten Teile unserer Foundation stehen bereits. In der nächsten Folge werden wir noch ein bisschen die Inseln um uns herum erkunden mit unserer lustigen neuen Karte. Tada! Man sieht sie so ein bisschen. Ja, man sieht sie. Sehr schön. Die werden wir noch ein bisschen weiter auskundschaften. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Da unten gibt es Kommentare. Einfach lustig reinschreiben in die Kommentare. Und falls ihr es nicht getan habt, abonniert uns sehr gerne. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Sagt Let's Multiplayer.